Hallo und guten Morgen zusammen. Ja, heute wäre offiziell der letzte Schultag vor den Osterferien gewesen. Ist etwas anders gekommen. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall möchte ich euch noch ein paar wenige Anregungen und Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar seid in jedem Fall schöpferisch kreativ tätig, dass man sagt, das, was euch gegeben ist, mit dem sollt ihr möglichst kreativ umgehen. Könnte zum Beispiel so aussehen. Also wer ein Fan vom Jonglieren ist, möge denn einfach mal gucken, was gibt es denn so alles an Requisiten, die man in die Jonglage einbauen kann. Darüber hinaus würde ich euch natürlich weiterhin wünschen, dass möglichst wenige Viren, egal welcher Sorte, auf euch einstürzen, beziehungsweise dass euer Immunsystem da absolut dagegen gewappnet ist und ihr keinerlei Angst vor diesen Krankheitserregern zu haben braucht, weil euer biologisches Abwehrsystem am effizientesten ist, sodass die hier euch nichts anhaben können. Okay, dann gehen wir dazu über, dass wir noch ein bisschen Wärme produzieren und sagen, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr mit viel Elan durch die nächsten Wochen hindurch kommt. Natürlich sollt ihr schöpferisch, kreativ und einfach fantasievoll unterwegs sein. Und ich würde euch wünschen, dass ihr es schafft, jeden Morgen in euren Spiegel zu lächeln und zu sagen, hey, ich brenne vor Freude auf diesen neuen Tag. Jo, das war's von meiner Seite her vorerst. Ich weiß nicht, wie oft ich mich in den Osterferien melden werden könnte. Auf jeden Fall sagen der Hummi, der Hupsi und der Harry zunächst einmal tschüss, bis auf Weiteres. Wir sehen uns.